das Wetter ist jetzt ein bisschen grauslich, ein bisschen kalt, aber sie kommt garantiert wieder. Die Zeit, in der die Motorradfahrer die Straßen erobern. Und speziell beim Motorradfahren ist der Reifen unfassbar wichtig. Und darum bin ich froh, dass es Leute wie den Daniel gibt, die sich wirklich damit auskennen. Servus, Andi. Servus. Ich habe meines Motorrad. Passt. Also ab auf die Hebebühne. Heute wird übrigens der Hinterreifen gewechselt. Darum muss das Hinterrad noch einmal angehoben werden. Also es darf jetzt nicht jeder Reifenmonteur automatisch auch Motorradreifen wechseln, oder? Nein, braucht man ein extraes Zertifikat. Und wie lange braucht das circa? Also geht man da jetzt einfach irgendwo hin und holt sich das ab oder ist das schon mit einem Kurs oder so? Mit einem 8-Stunden-Kurs. Also was machen wir heute eigentlich? Wir wechseln heute den Reifen. Aber der schaut ja eigentlich noch gut aus. Der Kunde fährt eine Tour und darum möchte er einen Reifen haben. Das ist legitim. Und wie kommt der jetzt eigentlich runter? Wir schrauben die Mutter auf, dann kommt das Achselstickel raus, dann haben wir die Kiden runter und dann wird der Bremssohl ausgehängt. Das klingt nach einem Plan. Gesagt, getan. Allein bei der Demontage des Hinterrads wird klar, dass der Reifenwechsel beim Motorrad wesentlich aufwendiger ist als beim klassischen PKW. Zuerst muss natürlich der alte Reifen runter. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Na, der kommt jetzt weg. Also her mit dem neuen Reifen. Frische Laufrichtung, die müssen wir umdrehen. Passt. Damit der Tourenreifen auch gut auf die Felge flutscht, kommt Fett zum Einsatz. Nun wird der Pneu montiert und gleich mit Luft gefüllt. Und passt der Luftdruck? Passt. Der nächste Arbeitsschritt ist Wuchten, aber anders als man es vom PKW kennt. So, und damit soll man jetzt wuchten? Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja, genauso wie in der MotoGP. Das musst du mir zeigen. Wie siehst du jetzt, wo du da ein Wuchtgewicht hingeben musst? Beim leichtesten Punkt. Das heißt, der schwerste Punkt ist unten, dadurch ist der leichteste Punkt oben. Wenn es rausstehen bleibt, oder? Wenn es rausstehen bleibt. Und jetzt pendelt er sich ein, der Reifen. Jetzt machen wir eine Markierung, wo der leichteste Punkt ist. Jetzt drehen Raffen ein Viertel um. Mhm. Wieso? Damit ich weiß, wie viel Wuchtgewicht ich aufpicken muss. Ja. Und desto schneller ich aufdrehe, desto mehr muss ich aufpicken. Und das macht dann quasi deine Erfahrung? Genau. Passt perfekt. Perfekt ausgewuchtet wird das Rad montiert, sowie Bremse und Kette wieder eingehängt. Was taugt dir jetzt eigentlich so an deinem Job? Dass mir Spaß macht, weil ich bin selber ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Die Verantwortung, was man hat, gegenüber dem Fahrer und den Kunden. Und wenn da was schief geht, das kann ins Auge gehen. Also eine Gaude haben wir heute schon gehabt und der Reifenwechsel, der ist beim Motorrad eine ganz andere Nummer als beim Auto. Und wenn ihr beim Thema Motorrad genauso leidenschaftlich seid wie der Daniel, nicht nur wenn es ums Fahren geht, sondern auch um alles rundherum, dann bewerbt euch schnell und unkompliziert auf go-jobs.at.